Was passiert denn gerade in unserer Welt? Wir sprechen von Krisen, wir sprechen von Müdigkeit, Trägheit in der Gesellschaft, leichte Depression. Überall scheint die Welt immer schlecht zu sein. Alle machen es falsch und wir wissen alles. Wir haben die Kunst, Recht zu haben, optimiert. Deine Meinung, meine Meinung. Wir haben so eine Art binäres Denken. Wir müssen alle was wissen. Und jetzt müssen wir es nachhaltig machen. Wir brauchen Innovationen. Aber was ist denn eigentlich nachhaltig? Gibt es so etwas wie Nachhaltigkeit in der Absolutheit? Ist unser Universum nachhaltig? Und werden wir in der Lage sein, so nachhaltig zu sein, wie wir uns es vornehmen? Mit Verlaub, gestern am Schwechat war ziemlich viel los. Und wenn das Fliegen doch so schlimm ist für das Klima, warum reisen wir dann alle auf Sabbaticals nach Bali und die Ökologischen unter uns? Ja, einmal im Jahr muss ich ja auch mal kurz weg, ne? Denkst du dir so, ist das ein realistisches Ziel und ist es überhaupt, haben wir überhaupt verstanden, worum es da geht? Verstehen wir nicht falsch, ja? Wir brauchen einen Klimawandel in unseren Köpfen, weil Konsum und Besitz ist anstrengend und ermüdend. Und ich definiere nicht mein Leben darüber, wie viel Ferraris und Yachten und alles, was ich habe, weil dann werde ich immer unglücklich sein. Punkt. Wir brauchen auch eine Art Kreislaufwirtschaft, ja? Aber in 10 bis 12 Jahren ist jeder Unternehmen, der nicht Effizienz an der ersten Stelle heute stellt, nicht mehr profitabel. Und wenn wir glauben, dass Nachhaltigkeit so etwas wie eine ideologische Vorstellung über die Welt, die so grün ist, dann müssen wir nur hinschauen, was wir Menschen machen. Es ist wichtig, aber es ist vielleicht nicht so realistisch. Unterscheide, wann seid ihr da unterwegs in euren Unternehmen? Wann betreibt ihr Management und wann betreibt ihr in der Hotel Leadership? Wann geht es um Agilität, Digitalität, Stabilisierung? Ich möchte hohe Effizienz, Einfachkeit in allen Belangen, von der Steckdose bis zum Türgriff und alle drum und dran. Das ist Optimierung, das ist Management. Und dann brauche ich das menschliche Erlebnis, die Gestaltung, die Kreativität und das ist Leadership. Und da braucht ein bisschen Spaß. Auch das haben wir in der Gesellschaft teilweise ja negativ gemacht. Wir brauchen eine Fehlerkultur. Wer will denn eine Fehlerkultur? Wir wollen eine Hochleistungskultur. Ich will doch keinen Fehlerkulturpiloten mit Innovationsgeist im Anflug auf Grazer Flughafen. Da muss es funktionieren. Ja. Offene Herz-OP, ja, guten Morgen, Servus, ich bin der Innovationsarzt. Ich habe gelernt, wir brauchen Fehlerkultur im Unternehmen, ich probiere mal was. Nein, danke. Wir wollen so an die Leistung arbeiten, aber da brauchen wir Plätze und Orte, wo wir noch mehr Leistung bringen, wo über das hinausgeht. Der Bolzplatz. Wo ist der Bolzplatz bei euch in der Firma, wo man sich austoben kann, wo man noch weitergehen kann? Das lieben wir Menschen. Dann haben wir Spaß und dann feiern wir. Boah, cool, das haben wir cool umgesetzt. Was war holperig, aber Fortschritt. Und dieser Wikinger-Kodex ist auch ein Stück weit ein Plädoyer an diese Lebendigkeit, an das Leben an sich, das, was wir haben hier auf diesem Planeten. Und was wir Menschen haben, was sich anscheinend von der Technologie unterscheidet, ist diese Wahrnehmung. Es fühlt sich nach etwas an, vor euch zu stehen. Das kann mir niemand nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr alle bewusst seid, aber niemand kann mir nehmen, dass es sich auch etwas anfühlt. Und dieses Erlebnis, diese Wahrnehmung, wenn du vor dem Spiegel stehst und du grinst, wenn niemand da ist und du nimmst es wahr, das ist die Lebendigkeit. Und ihr seid in einer Industrie, wo ihr das große Vergnügen habt, Lebendigkeit zu verkaufen, anzubieten, den Kunden, den Menschen Lebendigkeit zu geben. Und das ist was Tolles. Das ist was Tolles. Das Fundament, was wir haben, ist genau das Thema. Es ist nicht immer einfach, es ist komplex, es ist schwierig. Aber diese Wahrnehmung, im Kern ist es eigentlich die Liebe, nicht? Das, was wir nicht beschreiben können. Alles, was wir beschreiben können, packt ihr in Technologie. Alles, was wir spüren, erleben, fühlen,
diese Liebe, das ist euer Wettbewerbsvorteil. Das ist die Zukunftsvision.